Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Wir werden in dieser Folge die Schwebebahn weiter ausbauen. Und zwar so, dass wir den Leuten etwas unter die Arme greifen mit der Schwebebahnstation. Einfach... Schwebebahnstation, was? Wo klicke ich hin jetzt, ganz ehrlich? Einfach, um dass wir die... Da ist Bullshit. Da kriege ich sie nicht gebaut. Bauen wir da eine Station. Hier mal eine Station. Da mal eine Station. Dann bauen wir hier eine Station. Und da eine Station. So, jetzt verbinden wir die jetzt erstmal alle miteinander. Weil was einfach wichtig ist, dass die Leute mit der Schwebebahnstation wirklich fahren. So. Das hätten wir auch. Dann bauen wir hier unten mal weiter. Hier würde ich sagen, um dass die Leute zu der Arbeit kommen. Und zu spitzer Winkel. Machen wir so. Das funktioniert leider nicht. Das ist dann nicht so schlimm. So, weiter geht's. Da hätten wir dann die nächste Station. Ich würde sagen, dann bauen wir die nächste hier. Hier. Und hier. So. Dann würde ich sagen, die nächste hier unten für die Arbeit. Hier. Hier. Und eine. Hier. Ja, toll. Und eine so. So, wenn es so nicht geht, dann fahren die halt so. Mir geht es einfach darum, ich hoffe einfach, dass die Leute dann mehr mit der Schwebebahn fahren und dass wir wirklich dann eine Chance haben, das alles ein bisschen runterzubekommen. Den... Das geht leider nicht. So. Dass wir den Verkehr wirklich gesenkt bekommen. So, Leute. Ich würde sagen, das wird erstmal ein bisschen reichen. Wir sind immer noch bei 19.129 Einwohner, die damit fahren. Es ist nicht gestiegen. Die Bildung... geht wieder langsam hoch, aber immer noch 1700 und das um 16 Uhr, also die letzte Sitzung läuft, immer noch nicht sehr viel. Ich habe gerade noch was gesehen, da habe ich nämlich eine Station vergessen anzuschließen und ich finde auch, hier sollte noch eine Station hin. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt geht's, alles klar. Das wird wahrscheinlich zu spitzer Winkel sein, ja. Okay, dann machen wir das. So. Das ist ja das Schöne an der Schwebebahnstation. Dass man sie auch ein bisschen kreuz und quer bauen kann. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass das einfach ein bisschen mehr genutzt wird. Dass wir hier einfach ein bisschen mehr...
Schade, funktioniert nicht. Aber das funktioniert. Sehr schön, dann hätten wir da nämlich auch noch eine Station. Da konnten wir nicht anschließen, genau, da hatten wir nämlich das Problem. Das geht leider auch nicht. Na gut. Station 7. Hier muss jetzt die Skybridge-Station oben drauf. Oh, wir haben fast kein Geld mehr. Oh, wir haben jetzt echt fleißig die Kohle ausgegeben für die Schwebebahnstation. Was macht unsere Akademie? Haben wir noch genug Leistung? 7.390 haben wir über, Leute. Das ist doch sehr gut. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Und hier könnten wir eigentlich noch anschließen, wenn wir gleich ein bisschen Geld über haben. Weil wir hätten jetzt noch genau für eine Stunde Geld. Dann wären wir pleite. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. Das muss man ja wirklich so sagen. Benzin ist fast leer hier. Da sind 10.000 Barrel Rohöl drin. Also wir haben Rohöl wirklich genug, aber es läuft nicht rund. Ne? Das kann man ja wirklich so sagen. Hier haben wir ja diese ganzen Prozessoren. Wir kriegen einfach das Plastik nicht verteilt an die ganzen Leute. Und wo haben wir das Plastik drin? Hier oben hätten wir das Plastik drin. Also wir haben genug Plastik da. Aber sie kriegen es einfach nicht verteilt, weil wir einfach an diesem Lager hier nicht alles gebaut, nicht alles bauen dürfen einfach. Ja, leider. TV-Geräte, ja, haben wir einfach kein Export mit, Leute. Und wenn wir keinen Export haben mit den TV-Geräten, können wir natürlich auch nicht so diese dicke, fette Kohle verdienen. Und nur weil die uns hier nicht diese scheiß Updates geben, dass wir hier diese Plastik bauen dürfen. Es ist schon nervig. Also das muss ich wirklich sagen, weil wenn wir hier mehr Plastik hätten bei den ganzen Transporter, die die haben, dann würden wir auch eine ganze Ecke mehr Geld verdienen. Mein Gott, fahren hier viele Züge. Ja, also das muss man jetzt auch mal sagen. Was ich jetzt einfach erhoffe mir, ist durch die Straßenbahn, dass wir 21.000, wir waren vorhin bei 19.000, also es steigt jetzt auf jeden Fall. Also die Leute werden ab jetzt wohl ein bisschen mehr mit dem Zug fahren und vielleicht kriegen wir dadurch einfach den Verkehr ein bisschen besser kontrolliert. Wäre schön, weil dann unsere ganzen Transporter etc. viel besser fahren können. So, wir warten jetzt noch 51.000 schon wieder minus. Gleich sind wir pleite. Ich werde die Steuer mal ein bisschen anheben hier. So, dann können wir nämlich noch eine Stunde überleben. Also es ist echt gerade knüppeldick hier mal wieder. Also das muss ich wirklich sagen. Weil wir auch einfach keinen Umsatz machen. Da ist Produktion angehalten schon wieder. Hier haben wir die Prozessorenfabrik, das läuft. Da hatten wir auch die Prozessorenfabrik. Und irgendwo haben wir doch hier die TV. Da haben wir die TV-Geräte. Da fehlen jetzt die Prozessoren. Prozessorenmangel. Letzter Kredit. Ah, wir exportieren zurzeit auch die Prozessoren. Wir müssen sie lokal halten. Und gerade mal den Rohölimport ausstellen. Und den Import von Plastik lassen wir mal. Lassen wir jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, Leute. Irgendwie muss ich das doch rund wieder zum Laufen bekommen. Es geht ja jetzt einfach mal darum, dass wir jetzt erstmal hier wieder die
die Unterhaltungsfabrik hier einfach mal wieder zum Laufen bekommen. Wir sind gleich schon wieder pleite, Leute. Das kann doch nicht sein. Also so viel Industrie und man macht einfach keine Kohle. Das ist der absolute Wahnsinn, echt. Das ist echt der Wahnsinn, Leute. Ja, weil die ganzen Produktionen, alles läuft richtig scheiße. Der absolute Wahnsinn. Ja, und ich werde mich jetzt auch nicht retten können. Ja, ich kann jetzt hier die Steuern ganz hoch drehen. Na, wir kommen auf 30.000. Also das bedeutet gleich, ich muss gleich wieder Gebäude ausstellen. Wie die Feuerwehr. Die Polizei. Das Krankenhaus. Das können wir noch aufstellen. Die Müllhalde. Die Schule. Das bringt uns nicht so viel. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Mir geht es gerade richtig auf die Kornes, weil ich nicht weiß, wie ich den Scheiß auffangen soll. Echt nicht. Unterhaltungsfabrik, die steht eh. Machen wir aus. Ja, da haben wir eine, die wenigstens durchläuft. Ich habe noch nie solche Probleme gehabt in dem Spiel. Wir müssen noch 12.000 schaffen. Noch 9.000. Die Akademie können wir nicht ausstellen, dann fällt hier alles aus. Ob es Kraftwerk ist, alles. Kakelakack ist eh schon wieder völlig ausgeschöpft. Ich weiß nicht, was ich noch ausstellen soll. Hier haben wir nicht mal mehr Öl drin in der Ölraffinerie. Was ist das für ein Dreck? Da auch nicht. Also jetzt ganz ehrlich, warum bringen die das Öl da nicht hin? Ich habe einen Hals, Leute, da wächst mir echt die Kornis bei. Ja, Donnerwetter, da spare ich 700 durch. Haben wir die Hochschule schon aus? Durch den Turm mache ich sogar Minus. Oh Mann, ey. Wartet mal. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Naja, das sind nur 800. Wir brauchen noch 9.000, Leute. 9.000 muss ich irgendwo herholen. Wie soll ich denn noch 9.000 irgendwo herholen? Ich würde eher sagen, dass wir pleite sind. Und dass ich beim nächsten Video eine neue Stadt anfange. Und dann gehe ich ganz normal mein altes Konzept durch. Also nochmal so eine asoziale Industriestadt baue ich nicht. Das ist genauso eine Scheiße wie früher. Da gehst du einfach bei kaputt. Gerade wenn du das noch einiger... Mein Gott, dass man das hier in der Mitte das Ding nicht wegmachen kann, ne? Danke. Dass du nicht einfach...
Dass sie einfach nicht das mit dem Verkehr hinbekommen haben, das ist echt nervig. Ja, 9000 fehlen uns. Ich müsste eigentlich normalerweise wirklich hier die Ölraffinerie schließen. Aber dann fehlt uns eindeutig Einnahmequellen. Ja. Diese Prozessorfabrik könnten wir schließen. Die könnten wir schließen. Leute, ich fange einfach eine neue Stadt an. Bin ich ganz ehrlich. Ich höre für heute auf und werde morgen eine neue Stadt anfangen. Ich habe absolut keinen Nährwert mehr auf diese Stadt. Ja. Es ist genau noch derselbe Bug wie früher, wenn du Wohngebiete mit Industrie ein bisschen bauen willst, geht die Stadt unter. Ganz einfach. Das ist einfach so, weil der Verkehr nicht vernünftig fließen kann. Hat sich nichts dran verändert. Also da merkt man immer noch, dass das Spiel diesen Bug immer noch drin hat. Ich weiß, manche kriegen das hin. Ja, ich hätte hier oben auch alles hinbauen können. Müsst ihr mich nicht belehren, das weiß ich. Aber von einer Seite habe ich es auch mal herausgefordert, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Aber es funktioniert immer noch nicht. Und das darf einfach nicht sein. Das muss man einfach sagen. Aber ich will mich da auch nicht drüber aufregen. Wir werden morgen mit einer neuen Stadt anfangen. Und ja, mal schauen, was ich da baue. Vielleicht lasse ich mir noch irgendwas einfallen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Glabur. Ciao, Ilaui.